ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ja, ihr seht schon, in meinem Hintergrund steht überall was von Essence, die Goodie Bags und ein Kissen. Und ja, ich durfte dabei sein beim Essence Birthday Bash. Ich habe diese VIP-Reise über die Essence Friends Seite gewonnen. Das ist eine Community, wo man sich anmelden kann, wo man immer informiert wird über neue Limited Editions oder über andere Neuigkeiten, die rund um Essence halt sich dreht. So, und ja, wir durften mit dem ICE reisen und wir durften auch in einem wunderschönen Hotel residieren, sag ich jetzt mal, und zwar in dem Know-How Hotel. Ich zeige euch ein bisschen was von dem Zimmer. Es war wunderschön. Die Aussicht war herrlich. Die Gegend war so schön. Dann hatten die extra in dem Hotel noch eine Lounge fertig gemacht, wo man sich aufhalten konnte. Alles rund um Essens. Das werde ich euch auch nochmal kurz einblenden. Wie schön das war, bitte. Also man kann das gar nicht in Worte beschreiben, weil dieses Wochenende einfach wunderschön war. Dann wurde man mit Hilfe von Shuttles zum Tempeldom gefahren, um dort mit Essence und mit allen Leuten, die dabei waren, zu feiern. Und ich fand das so schön. Man konnte da geschminkt werden, man konnte sich Flash-Tattoos machen, man konnte sich einen Turnbeutel selber kreieren, bemalen, draufsprühen, was man so möchte. Man konnte sich da, es war Verpflegung da, es war sogar ein Chupa Chups Bulli da, also ich konnte jetzt nicht alles aufnehmen, da man leider keine Kamera mitnehmen durfte. Ja, das ist halt ein bisschen doof gelaufen. Ich wollte das Ganze eigentlich bloggen, aber dazu bin ich leider nicht gekommen. Aber ich habe euch ein paar, also wie gesagt, die Location aus dem Hotel und das Hotelzimmer habe ich euch ein bisschen wollte ich euch dann zeigen. Ja, und ja, meinen eigenen Lipgloss konnte ich leider nicht herstellen, weil die Schlange einfach zu lang war. Man musste wirklich sich richtig lange anstellen. Aber ich habe einen Nagellack ergattert. Das werde ich euch alles gleich alles zeigen, was noch in der Goodie Bag mit drin war. Und zum Abend hin war noch ein Live-Konzert. Es war unter anderem, das habe ich zwar auch ein bisschen mit dem Handy gefilmt, aber ich darf aus rechtlichen Gründen das alles nicht zeigen, weil natürlich rechtlich geschützt und die Bilder, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich habe keine Erlaubnis, dass ich das zeigen darf und tut mir leid, das kann ich euch dann leider, muss ich euch leider dann nur erzählen. Also ich muss sagen, das Konzert war wunderschön, also die haben wirklich nicht nur jeder ein Lied gespielt, sondern gleich mehrere. Auch die Jasmine Thompson sehr bodenständig, sehr schüchtern und richtig süß hat sie das gemacht. Und dann der Lukas Riga, ne? Also da sind die Mädchen natürlich komplett ausgerastet. Ich zeige jetzt erstmal, was in der Goodie Bag drin war. Ich habe jetzt schon genug geredet. Das reicht jetzt auch. Ich will euch auch nicht lange auf die Folter spannen. Und zwar war das diese Goodie Bag. Da war noch ein Lutscher drin und noch ein Getränk. Das hat leider die Rückreise schon nicht mehr überlebt. Also das habe ich schon alles intus. Aber die Goodie Bag hat überlebt, die habe ich noch nicht auseinandergerissen. Das war dieses Schätzchen hier. Zum Beispiel war da ein da war noch so ein kleines Päckchen drin, das habe ich schon weggemacht. Und zwar war da drin eine Kette von Six heißen die. Und das ist in so einem Rose Gold gehalten, die Kette. Und die ist wunderschön, also werde ich auf jeden Fall bei Gelegenheit mal tragen. Blushpinsel, den habe ich zwar schon, aber einen zweiten Blushpinsel kann wirklich nicht schaden. Also finde ich sehr geil. So Flash-Tattoos, die kann man sich dann am Arm machen, am Hals, wie man möchte. Dann noch ein Gutschein von Six, 30% auf alles. Haben wir jetzt leider in unserer Stadt nicht, aber mal gucken, vielleicht kann man das auch online irgendwie einlösen. Lippenstift. Das ist ein Sheer and Shine Lipstick in der Farbe All About Cupcake. Das ist so ein Nude-Ton. Der sieht so aus. Boah, wenn man den swatcht, sieht man zwar nicht so wirklich was,
Aber ich denke, auf den Lippen wird da schon was drauf kommen. Also es ist ja halt ein Nude-Ton und das heißt, man betont seine Lippen nur ein wenig. Und ich stehe sowieso auf Nude-Lippenstifte, von daher passte das sehr gut. Kleiner Spiegel hier, das ist so ein von Ebelin. Für die Handtasche kann man auch immer gut gebrauchen. Noch ein Lippenstift bei, das ist ein Long Lastic Lipstick in der Farbe 12 Blush My Lips. Das ist so ein pinktönigen. Aber wenn man den jetzt zum Beispiel swatcht, wird er nach einer Zeit so ein bisschen rötlich. Also das ist so ein pink-rot-stichiger und ich stehe sowieso auf pinke Lippenstifte im Moment, also passt auch hundertprozentig, also genau mein Ding. Ohrringe noch von Six, die habe ich jetzt gerade gefunden, passend zu der Kette, auch in Rose Gold gehalten, sehr dezent und wenn man da noch eine richtig schöne Frisur dazu zaubert, machen die bestimmt richtig gut was her. Mascara, die hier ist das ist die Essence Volume Stylist 18 Stunden Lash Extensions Mascara with Lighting Fibers. Die hatte ich jetzt noch nicht, aber ich bin gespannt, wie die ist, weil ich liebe Volumen und Lash Mascara und also auch das Bürstchen ist richtig schön klein, also nicht zu groß. Also da kann man bestimmt auch ganz gut seine unteren Wimpern noch mit richtig gut tuschen. Und dann war da eine wunderschöner Sheer Shine Lipgloss dabei in der Farbe for a Night Out. Das ist so ein auch so ein Nude-mäßiger. Ich habe schon einen in der Farbe, das ist so ein lila stichiger, also so pink lila stichigen und das ist eher so Nude-mäßig und ich finde ihn so geil. Also ich finde allgemein diese Lipglosse von Essence hundertprozentig, die halten auch was aus. Also die Farbe ist ja wohl mal der Burner. Also ich freue mich schon, den mal auszuprobieren und damit einen Look zu kreieren. Das ist der Nagellack, den ich aus diesem Automaten habe. Das ist ein Gel Nail Polish Nagellack in der Farbe 09 Lucky. Und das ist so ein Pink, den habe ich hier auch schon einmal ausprobiert. Wunderschönes Pink. Dann ist da drin noch ein Essence Dip Eyeliner. Das ist so ein, matt schwarz. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Es ist so ein, der kommt in so einer Dip Pinsel. Das heißt, das ist so ein ganz, ganz dünner Pinsel. Und also der gibt schon gut Farbe ab. Dann waren da noch Lashes bei. Ich wollte ja eigentlich noch keine Lashes ausprobieren. Aber jetzt wurde ich quasi von Essence bin ich jetzt doch mal auf den Geschmack gekommen. Wenn ihr möchtet, kann ich da gerne ein Video zu drehen. Ich habe noch nie Lashes ausprobiert oder irgendwelche Sachen damit, dass ich die überhaupt mal aufgetragen habe. Deswegen würde das eine Premiere sein. Ich werde mir mal noch einen passenden Kleber dazu besorgen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was für Kleber ihr benutzt und welche ihr empfehlen könnt. Also da bin ich jetzt quasi, ist das für mich Neuland mit Lashes. Und ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da so ein paar Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben könnt. Und zwar war hier eine Konturpalette Shape Your Face drin. Das ist sowas von geil. Und zwar hat man hier was zum Konturieren. Ein Highlighter und natürlich noch ein schönes Rouge. Und ich stehe ja sowieso auf diese orangestichigen Rouges, weil die so ein bisschen was für die Gesundheit geben. Und das ist die 10 Ready Set Peach. Und ich finde die mega geil. Also, sieht das Ganze so aus. Und wenn man die swatcht, gibt das richtig geile Farbe ab. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, man sieht das durch die Kamera. Ja, und ich freue mich, die schon auszuprobieren. Ich bedanke mich recht... Ach, Moment, ich habe noch was vergessen. Es war doch noch was in der Goodie Bag drin. Ich habe das mal... lag ganz unten in der Ecke. Und zwar war da ein Concealer dabei. In der Farbe 05 Ivory. Der wird zwar ein bisschen... könnte sein, dass der ein bisschen zu hell ist für mich. Aber ich werde es trotzdem ausprobieren und werde gucken,
ob das doch noch passend ist. So, ich finde die Concealer von Essence sowieso richtig geil. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ich möchte mich auch nochmal recht herzlich bei Essence bedanken für das tolle Wochenende. Ihr habt da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, es war einfach unglaublich, ohne Worte. Man kann es nicht beschreiben. Auch meine Begleitperson hat sich sehr, sehr über dieses Wochenende gefreut und es war einfach unglaublich. Und wir freuen uns schon, wenn ein nächstes Event ansteht und wir werden auf jeden Fall dann wieder dabei sein. Und ja, ich kann nichts anderes mehr sagen als danke, danke, danke Essence, dass wir dabei sein durften. Und bis bald, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen.